Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Schleifen. Das letzte Mal haben wir die Beischleife gehabt. Heute machen wir die Vorschleife. Okay? Ich nehme wieder einfach das Programm her vom letzten Mal mit dem Bit um einen Endwert und zähle wieder bis dorthin. Ja? Nur die Schleife verrame. Ja, Park, weg. Wiedersehen. Brauche ich nicht. Ich mache jetzt eine andere Schleife. Ich mache jetzt die Vorschleife. Und wie wir der Vorschleife anfangen? Mit for. Ja? For. Park. Ja? Und jetzt muss ich praktisch einen Initialwert angeben. Also das ist der Momentanwert bei mir. Momentanwert. Der soll 0 sein. Ja? Und dann, schau, was mir der alles vorschlägt. Der macht genau den richtigen Vorschlag. Das ist schon ein gutes Programmiersystem, muss ich sagen. Das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Wir sind vom Monochrom-Monitoren gesessen. Ja? Jetzt gehört es da so ein Grünspan oder Bernstein. Wurscht. So schaut das aus, eine Vorschleife. Papa! Schreibe das auch noch hin. Was heißt das? Eine Vorschleife, Klammer auf, Klammer zu. Und da drinnen stehen drei Sachen bei der Vorschleife. Das ist einmal erstens eine Initialisierung. Momentanwert ist gleich 0. Das ist, Momentanwert ist die sogenannte Schleifenvariable. Ja? Und da sage ich am Anfang, wenn ich anfange, ist 0. Ja? Und dann Momentanwert. Eine Bedingung, solange der Momentanwert kleiner dem Endwert ist, ja, erhöhe den Momentanwert um 1 und gehe ein in die Schleife. Wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, hupft er da unten hin und die Schleife ist zu Ende. Ja, hupft er aus der Schleife raus. Schauen wir uns das an, was dieses Programm macht. Das macht nämlich genau das gleiche wie vorher, 12. Aha, nur diesmal habe ich nicht write gemacht, sondern write line und deswegen schreibt es untereinander. Ja, aber es geht bei 0 los. Hallo, es geht bei 0 los. Ja. Warum ist das? So, schaut es wieder jetzt, soll es wieder fast genauso ausschauen wie vorher. Aber es geht also bei 0 los. Ja, das haben wir ja schon mal gehabt. Gell? Da haben wir ja mit plus plus momentan wird. Schauen wir, ob das jetzt da auch wieder so cool geht. 12. Ah, es geht aber nicht so cool. Ja. Aha, da ist anders. Da geht es eigentlich nur um den Vergleich, wann der Vergleich stattfindet. Das ist also in dem Fall egal. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ja? Also ich fange da mit 1 an und sage kleiner gleich Endwert und dann sollte es wieder genauso ausschauen wie vorher. Da muss man sich ein bisschen überlegen, wie das arbeitet. Gell? Wenn die schon gleich dem Endwert war, hat sie gesagt, okay, die Bedingung ist nicht mehr erfüllt, ich falle aus der Schleife raus. Und ich meine, 11 war noch kleiner, ja? Und 12 war nicht mehr kleiner. Also da, das da, ist jetzt erst so da gestanden. Ja. 11 war noch kleiner wie 12, also haben wir das ausgeführt. Dann 12 war nicht mehr kleiner, also haben wir es gar nicht mehr hingeschrieben. Ja. Müssen wir aufpassen, wie die ein bisschen, es funktioniert ein bisschen anders. Ja. Also so funktioniert das. Ich muss ja nicht hier kann ich mir aussuchen, was ich will. Ich kann zum Beispiel auch hier mit dem Endwert anfangen. Ja. Und kann sagen, größer 0 und minus minus. Was passiert dann? Dann fangen wir beim Endwert an und zählen nach unten. Schauen wir uns das an. 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, bah! Super. Ja? Also so funktioniert die Vorschleife. Vorschleife. Da. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir Dualschleifen, Weilschleifen, Vorschleifen. Was verwendet man für was? Ja. Nun, manchmal ist es augenscheinlich, was man verwendet. Das liegt dann auf der Hand. Ja. Manchmal, ich möchte nicht sagen, es ist egal, aber man kann sagen, es ist wurscht. Oder
Bobbidl oder irgendwas dazwischen. Manchmal ist es einfach wirklich egal, welche Schleife man nimmt. Man muss halt einmal so und so programmieren und wenn es da steht, steht es halt da. Wichtig ist, eine Schleife braucht eine Abbruchbedingung und das war's. Apropos Abbruchbedingung, über die sprechen wir das nächste Mal. Wir haben schon mal so ein Statement kennengelernt, das ist Break gewesen. Das schauen wir uns ein bisschen genauer an, was da passiert. In einer Schleife. Okay? In einer Schleife. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.